Wir brauchen Munition, ne? Ich krieg gar keine Munition her. Hier auch nicht. Und hier vielleicht? Ja, Munition. Für Karabiner wenigstens ein bisschen. Jetzt sind wir echt knapper Kasse, obwohl wir eigentlich so gut gespart hatten immer die ganze Zeit. War hier noch irgendwas? Oh, da liegt doch irgendwas, oder? Ne, ist nur ein Schatten. Ich dachte, da liegt irgendwas in der Ecke, was man gut gebrauchen kann. So. Ich glaube, wir werden noch ein bisschen Gesellschaft kriegen. Ein Scharfschütze. Wo? Da oben. Hey, ich hab ihn doch... Alter. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist Scharfschütze nicht mehr da. Einfach mal weggeflogen. Du kommst hier nicht lebend raus. Wo ist er? Hä? Wo denn? Ach, da. Alter Schwede. Da ist auch noch einer, okay. Wäre so eine Scharfschützen-Action jetzt hier, oder? Da hab ich erstmal in die Füße geschossen. Kann ich jetzt nicht mehr stehen. Ich muss nachladen. Wo schießt er denn? Du wirst hier sterben. Ja, aber ich sehe ihn nicht. Ach, da oben. Ah, okay. Aber da oben rauf komme ich bestimmt nicht irgendwie. Alter Schwede. Komme ich hier? Nee, das ist eine Alpha-Wand. Ich dachte, man könnte da lang glitschen oder so. Aber hier komme ich lang. Ja. Das ist so eine gute Idee, hier lang zu laufen. Ich will kein Präzisionsgewehr. Fortune Fair Family, ja. Da ist der Comstocks Bude, ne? Emily, ich komme nicht mehr runter. Oh. Ich muss mal eben zurückgehen. Ja, okay, super. Sehr schön, dass Emily das... Ach, Emily, wieso sag ich Emily? Ich komme immer auf Emily Wants to Play. Elisabeth. Oh, warte mal, hier. Kriegst du das auf? Ich probier's mal. Sehr schön, das ist nett von dir. Wer wohnt denn hier? Apartment D, mhm. Morrison, mhm. Flanger. Vandenberg. Lockhart. Warum geht sie so in die Hocke? Wer hat denn bitte im Briefkasten eine Ananas rumliegen? Da habe ich gerade eine... Aua, Alter, was? Alter, mach doch nicht so was mit mir. Es ist... Alter, wir haben es 21:30 Uhr abends. Und, Alter, springt der mir... Oh, es ist so dunkel und springt mir einfach mal ins Bild. Mach doch nicht so was mit mir. Ich bin doch so jung. Alter, jetzt habe ich mich ein bisschen in die Hose gemacht. Die ist so ein bisschen... bisschen Conchita Sprühwurst in der Buchse. Alter Schwede, Oh, ich hab ein bisschen Gänsehaut. Mach nicht so was mit mir, Alter. Dringende Fürsorge. Ja, das brauche ich jetzt auch für meine Hose. Eine dringende Fürsorge. Verringert die Schildverzögerung. Eine Sekunde. Halbiert die Schildladezeit. Das ist geil. Was haben wir denn da drin gerade? Wenn deine Gesundheit gering ist, erhältst du beim Töten von Feinden Gesundheit. Ich lege es an. Das mit dem Schild ist ganz cool. Ach toll, auf die anderen Apartments kommen wir gar nicht. Schade. Was leuchtet hier? Hier hat irgendwas gerade geleuchtet. Ach, da. Was ist denn das? Hä? Das kann ich gar nicht aufnehmen. Was soll denn das sein? Ach, das Schloss ist das gewesen. Wie merkwürdig. Boah, Alter, wie der aber... Aber wie der gerade ins Bild gesprungen kam, ne? Oh mein Gott. Ich bin ein bisschen nach oben gegangen im Stuhl, muss ich sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das ist noch so weit weg. Bis zu unserem Herrn Kollegen, Propheten. Aber ich denke mal, da kommen wir hin. Ob der vielleicht ein bisschen angepisst ist, dass wir seine Stadt zerstören?
Ich hasse die. Ich hasse die. Habe ich ja schon mal erwähnt? Oh, die bekämpfen sich gegenseitig. Das ist schon mal super. Das erleichtert uns einiges. Schauen wir mal, ob wir irgendwas haben hier, was wir beschwören können. Ich schau mal eben. Da können wir einen als Verbündeten haben. Warte mal. Kumpel. Ich hab den nur... Alter, was? Wo kommt er denn her? Ja, danke, Elisabeth. Warte. Danke. Oh, Alter. Ja, ich muss gerade kurz mein Schild aufladen lassen. Uah. So. Alter, was eine Action hier. Und hier sind schon wieder Automaten. Oh Mann. Den kockenden Bronco. Ja, den haben wir auch. Oder den bockenden Bronco. Wo sind die Münzen hin? Willst du mich verarschen? Der will mich verarschen. Der Automat ist wahrscheinlich leer geplündert worden vor kurzem. So. Okay, Freunde. Es ist ihr Zuhause. Wer, wenn nicht sie, soll es schützen? Ach, guck mal hier. Ich bin so schlau. Ich bin so klug. K-L-U-K. Wir haben schon wieder so wenig Munition. Das gefällt mir gar nicht. Ich möchte aber trotzdem ein bisschen jetzt auch was sparen an Muni und alles. Lieber Salze verbrauchen als Munition. Ist, glaube ich, macht, glaube ich, mehr Sinn. Weißt du, wenn es geht. Ich denke ständig an diesen Traum von dir. New York in Flammen. Irgendwas ist damit. New York in Flammen? Ich habe ja das Gefühl, dass wir ja gar nicht, oder beziehungsweise ich mutmaße mal, dass wir ja gar nicht in der Realität sind, sondern irgendwie, I don't know, dass wir irgendwie, was, wo müssen wir hier lang? Hier lang? Dass wir irgendwie in so eine gespaltene Realität sind vielleicht oder so. Schau mal, ist hier in der Ecke was? Perfektes Versteck wäre das? Nein. Aber gut, das sind nur Mutmaßungen. Hä? Da hätte ich nicht da hochgehen können. Nein, der Pfeil musste mich rumschicken. Toll. Ein ganz intelligentes Navi. So, dann würde ich sagen, dann probieren wir mal aus. Oh, wir sind auf jeden Fall schon weiter. Alter, es ging aber zügig. Jetzt sind wir auf einmal da. Wir waren vorhin noch da gewesen, hier in dem Haus. Ich glaube, Grand Central Depot waren wir. Bank of Dings, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir schon gleich bei Konstak raus, Alter. Oh. Ah, wir sind ja immer noch in dieser anderen, in diesem anderen Universum von Columbia, ne? Wo die Vox ja hier alles gestürzt hat oder versucht hat zu stürzen. Und wo wir hier der mächtige Anführer sind. Und ich glaube, das Zeitspringen, was wir getan haben, sind wir ja sowieso schon nicht mehr in der richtigen Realität. Und ob wir von vornherein in der richtigen Realität waren oder überhaupt, ob das existiert hier, ist sehr... Was denn? Einschusslöcher. Kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Ob das überhaupt alles hier real ist, glaube ich noch nicht so richtig dran. So. Das ist eine... Wie war das nochmal? War das die Frau nicht? Das war, glaube ich, die Frau von Comstock, ne? Lady Comstock, wie reizend Sie zu sehen. Wundervoll, dass Sie mal vorbeikommen. Besonders nach Ihrem schmerzlichen Tod vor 19 Jahren. Lady Comstock. Das Kleid. Das Ding hat mich für meine Mutter gehalten.
Ihre Fingerabdrücke sind Ihnen heute gar nicht ähnlich, Lady Comstock. Sind Sie krank? Das klappt doch nie. Ich glaube schon. Deine Mutter ist tot, Elizabeth. Ja. Zeit, ihr die letzte Ehre zu erweisen. Gehen wir zu ihrem Grab. Was? Okay. Finde die Krypta. Von Lady Comstock. Ich würde sagen, let's go. Oh Gott. War ja klar, dass wir so nicht reinkommen. Aber anstatt hier einfach aufmachen, wir klopfen und sagen, ey, hallo. Was ist denn hier oben? Ah, ich dachte, hier sind noch irgendwelche Türen oder so. Memorial. Also gehen wir jetzt auf den Friedhof. Schauen wir mal. Memorial Garden. Okay. Dort werden wir wahrscheinlich auch Kundschaft wieder bekommen. Denke ich mal. Wahrscheinlich nicht gerade wenig. Oh, warte mal. Wenn wir schon einmal hier sind. War das nicht der Laden, wo wir am Anfang des Spiels drin waren? Ah ne, das sieht alles so gleich aus jetzt gerade hier. Ne, wir waren ja nicht in Emporia. Stimmt, wir waren ja nicht in Emporia. Oh, mein Maschinengewehr. Ja, will ich wieder haben. Oh, geil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Guck dir mal unten rechts im Bildschirm die Magazingröße an. Auf jeden Fall, wir haben es endlich wieder. Mal sehen. Voll geilo. Boah, mega. Endlich. Endlich haben wir es wieder. So, was haben wir im Tresor? Silver Eagle. Endlich. Wolltest du so mein Maschinengewehr wieder haben? Das ist der Friedhof, wo meine Mutter liegt. Wie sie das einfach mal gar nicht berührt oder so, ne? Irgendwie, dass sie irgendwie so... Oh, hey, nicht meine Mutter. Das ist der Friedhof von meiner Mutter. Einziger Vorteil hat's ja, ne? In so einer Welt zu leben oder beziehungsweise in so einer Stadt zu leben, die in der Luft schwebt. Es gibt keine Autoabgase. Hat Vorteile. Ja. Ich frage mich, wie die das mit der Abwasseranlage machen. Meinst du, der Köttel, der fällt einfach durch den Boden dann? Also so im... Also so, wenn du auf Toilette bist und dann so... Wo willst du hin? Komm. Wonach suchen wir? Weg ist er? Oder... Ist es wie im Flugzeug, so weggesungen, so... Wupp. Da ist dann, es. Oh, oh. Das sieht nach Kampf aus. Das sieht schwerwiegend nach Kampf aus. Weil da oben ist nämlich auch schon eine Gatling-Gun, die wir uns holen können. Das sieht definitiv nach Kampfarena aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen mal ganz gemütlich dahin. Ich will so gut es geht versuchen... Die ist doch von links entsprungen, oder? Die ist doch von Prooch. Die Säuberung, dem Film. Kann ich übrigens nur empfehlen. Ich habe aber übrigens den dritten noch nicht gesehen. The Prooch, die Säuberung. Das ist, glaube ich, sogar ein Cover von, sogar auf dem Cover vom dritten Teil ist es, glaube ich, drauf. Das, die, hier, diese... Mit der Statue. Wie creepy das einfach ist. So. Wo haben wir denn... Ich gehe nochmal eben kurz hier oben gucken. Ich würde gerne mal eben schauen, was wir alles zur Verfügung haben. Dann gleich für den Kampf. Hier ist die Gatling Gun, ne? Genau. Hier ist irgendwie... Feuer. Hier liegt noch ein Lockpick. Sehr schön. Und... Eine Kiste, wo 36 Silver Eagles drin sind. Die nehmen wir doch direkt mit. Was wir haben wir? Hier liegt jemand im Feuer, der irgendwie nicht verbrennen will. Und hier hängt einer rum. Mhm. Founders Lies. Okay. Founders Lügen. Naja. Wo bist du denn? Bevor wir jetzt da lang gehen, warte mal. Was haben wir hier? Hier Death Love Sisters Victoria. Boah, Alter. Ich mag
Pommes. Entschuldigung. Es ist nur im Spiel. Und Süßigkeiten. Und ich esse auch andere Kinder. So, Medikits haben wir hier. Okay, hier könnten wir uns auch verschanzen, wenn wir wollten. Das wäre gar nicht mal so schlecht, weil sie können nur von einer Seite dann kommen, wenn überhaupt. Außer sie schmeißen natürlich Granaten. Dann... Ach so, okay. Hier auch, Alter. Mark Hamburger. Da oben kommen wir nicht rein, ne, oder? Mal eben schauen. Da ist irgendwas, was wir irgendwie brauchen. Ich weiß nur nicht, wie wir hier reinkommen. Geht wahrscheinlich später erst auf. Gucken wir erstmal hier. Ja. In Ordnung. Das Grab deiner Mutter. Man hat sie in einer luftdichten Kammer konserviert. Ihre Fingerabdrücke bringen uns in Comstock-Haus rein. Sie ist deine Mutter. Für eine Mutter, die ihr Kind im Stich lässt, habe ich nicht besonders viel übrig. Denk nochmal darüber nach, was du da tust. Da. Machst du die Tür auf oder muss ich ohne dich rein? Lass mich kurz überlegen. Nein. Ich, nehme dich, glaube ich, mit, wenn wir da reingehen, okay? Was hältst du davon, Elisabeth? Du guckst gerade so schön. So. Elizabeth. Sie ist es. Wie geht es dir, Mutter? Eingesperrt da drin, was? Da haben wir beide was gemeinsam. Komm, ich mach das. Nein. Ich mach das. What the fuck? Was war das? Siehst du, Kind? Du bist einem falschen Hirten gefolgt. Und er führte dich auf Abwege. Wow. Was ich tue, wow. Was? Ich weiß Elizabeth, nicht. Alles in Ordnung? Nein, wo ist sie hin? Warte, du musst dich erstmal ausruhen. Nein, ich hol uns diese Hand. Elizabeth, warum ist deine Mutter ein Geist? Sie ist keiner. Er hat mich benutzt, um dieses Gerät anzutreiben. Er hat mir einen Riss geöffnet. Oh Gott, nein. Oh Gott. Sie ist ein Geist! Oh Gott! Es ist so furchtbar! Ich hasse Geister! Habt ihr das schon mal erwähnt? Danke! Bleib stehen! Bleib stehen! Ja! 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 Wo ist sie hin? Ist sie die Quelle meiner Kraft? Aber was ist sie? Tot oder lebendig? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Der Unterschied zwischen den Zeiten ist rein sprachlich. Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Könnten wir erfassen, was Zeit wirklich ist? Wozu sollten Grammatiklehrer dann noch morgens aufstehen? Wie wir alle existiert Lady Comstock überzeitlich. Sie ist tot und zugleich lebendig. Sie merkt, sie ist beides. Sie findet diesen Zustand unangenehm. Wahrnehmung ohne Verständnis ist eine gefährliche Sache. Da! Fußspuren! Sie geht Unerledigtes erledigen. Wir müssen hinterher und sie dazu bringen, die Tore zu Comstock-Haus zu öffnen. Alter, what the fuck? What the fuck? Wieso ist deine Mutter ein Geist?
Schade, dass Sie sie brauchen, um Comstock House zu betreten. Sie scheint nicht sehr kooperativ zu sein. Man kann sie aber zur Vernunft bringen. Drei Wahrheiten müsst ihr erst entdecken. Wahrheiten, die Comstock in dieser Welt zerstört hat. Wenn nur einer von euch Raum und Zeit verändern könnte. Das wäre ein Segen, was? Finde die drei Risse. Na toll. Halleluja. Es wäre auch zu einfach gewesen. Stimmt nicht mit Lady Comstock. Ja, habe ich bemerkt. Nein, du verstehst nicht. Sie gehört nicht hierher. Ich habe etwas hergeholt, aber ich weiß nicht, ob sie es war. Okay. Wir sollen die Risse finden. Das ist ja super. Die Frage ist, was für Risse und wie sehen die aus? Ich komme!